und herzlich willkommen zum Messe Essen Special 2017. Wir sind jetzt noch bei Fantasy Flight und spielen ein Ründchen Fallout. Der Tobi sabbert schon hinter der Kamera, weil er Fallout unheimlich großartig findet. Aber weil wir das Mikrofon nicht umpöppeln wollen, darf ich diesmal spielen. Wir haben hier den Namensvetter Dennis, der uns das ganze Spiel erklären wird, und drei freundliche Mitspieler gefunden. Ich würde sagen, hau einfach mal rein und sag, was wir machen müssen und worum das Ganze geht. Okay, wie man sieht, die meisten Teile auf der Karte sind aktuell verdeckt. Nur wenige Regionen sind aufgedeckt, aber dafür sind auch Orte wie Megaton momentan, die schon sichtbar sind. Mhm. Oder zum Beispiel hier The Mall oder The Project Acuity. Das Szenario, was hier gerade aufgebaut ist, heißt The Capital Wasteland. Wir haben in dieser Region zwei Fraktionen, die miteinander momentan in einem Konflikt miteinander sind. Einmal The Brotherhood of Steel und auf der anderen Seite die Enklave. Die The Brotherhood of Steel ist durch die roten Marker hier drüben dargestellt. Wir haben auch schon ein paar Vertreter davon hier auf der Karte platziert. Oder die Enklave durch die blauen Marker hier drüben. Mhm. Während des Spiels werdet ihr verschiedene Quests absolvieren. Durch diese Quests wandern die Marker dann immer weiter voran und das repräsentiert dann den Einfluss der beiden Fraktionen über die Region. Sollte eine der beiden Fraktionen den roten Bereich da drüben erreichen, dann endet das Spiel und alle Spieler hätten verloren. Ah, okay. Da ihr dies natürlich nicht wollt, versucht ihr Einfluss zu gewinnen. Ihr sammelt Einflusspunkte über die Agenda-Karten mit dem schönen Daumensymbol hier drüben. Auf den Agenda-Karten, ich kann mal eine Rückseite zeigen, wird angezeigt, dass wir Agenda-Punkte bekommen. In diesem Fall ist es eine Agenda-Karte aus der Fraktion der der Enklave. Man erkennt es oben links an dem Symbol, an dem Schildsymbol. Es steht hier in diesem Szenario für die Enklave. Von daher supportet diese Karte diese Fraktion. Und wir bekommen bei dieser Karte Siegpunkte dadurch gut beschrieben, je weiter die Fraktion im Vergleich zur Bruderschaft des Staats vorangeschritten ist. Okay. Je größer der Abstand, umso mehr Siegpunkte bekommen wir. Aber auch wenn die Bruderschaft des Staats momentan vorne liegen würde, ist diese Karte für uns immer noch durch das Symbol oben ein Siegpunkt wert. Okay. Heißt das eigentlich, spielen wir jetzt gleich kooperativ hier oder hauen wir uns eigentlich gegenseitig permanent in die Fresse rein und wollen dabei nur dafür sorgen, dass das Spielbrett nicht gewinnt? Ihr spielt es semi-kooperativ. Okay, ja. Im normalen Spielablauf spielt ihr alle im Grunde zusammen. Ihr könnt miteinander Karten handeln, ihr könnt tauschen, ihr werdet euch nicht gegenseitig auf die Fresse hauen. Ja. Aber ihr werdet insgesamt unterschiedliche Ziele verfolgen. Okay. Ihr bekommt zu Beginn gleich jeder eine der Agenda-Karten und damit habt ihr jeweils euren Einstieg, wie ihr am leichtesten am Anfang Siegpunkte generieren könnt. Okay. Zum Beispiel, indem ihr möglichst viel Geld anhäuft, indem ihr eine der beiden Fraktionen pusht oder aber zum Beispiel, indem ihr einen Zustand bekommt. Die können vilified sein, ihr werdet nicht so gerne gemocht und die Leute sind nicht so freundlich zu euch. Okay. Oder ihr werdet idolized, was dann das Gegenteil ist. Mhm. Man kann nicht gleichzeitig idolized, aber vilified sein. Okay. Und weiterhin gibt es dann noch andere Effekte, die ihr dann auf den jeweiligen Karten sehen würdet. Das würde sich dann aber selbst erklären. Okay. Ich würde sagen, zu Beginn sucht jeder sich erstmal dann eine der Figuren aus, womit wir dann den jeweiligen Charakter herstellen können und dann gehen wir mit der Charaktererstellung. Okay, wollt ihr zuerst? Mir ist der... Du willst den hier? Ja. Ich will den gerne nehmen. Den World Trailer? Den World Trailer, ja. Oh, Fallout. Ja, vernünftig. Der World Trailer, der muss es immer sein. Der Lone Survivor. Genau. Wir sehen, dann nehme ich doch hier die zarte. Cool. Nix, ich nehme die zarte Dame hier. Cool im
Anzug, Dennis. Nimm den guten Anzug, du nimmst den guten Anzug. Nimm den guten Anzug, nimm den guten Anzug, nimm den guten Anzug. Ja, warum sitze ich hier und nicht du? Das dann nehme ich einfach, den. Weil du jetzt mit einer kratzigen Stimme sagen kannst, What's up, Smooth Face? Okay, dann bin ich ja cool im Anzug hier. Sehr schön, ja. Okay, jeder von euch hat auf seiner Karte, die ihr da mitbekommen habt, Sonderregeln, die nur für ihn gelten. Zum Beispiel bei dir ist es jetzt, dein Charakter ist automatisch vilified. Aus dem Grund hast du den kleinen roten Marken bekommen. Den platzierst du hier und auf der Rückseite haben wir halt das Symbol für Idolize. Man kann nur eins der beiden sein. Ach ja. Das ist schon okay. Ja. Ja, wunderbar. Später hast du dadurch Vor- und auch Nachteile. Ja. Und zwar werden wir verschiedene Quests ins Spiel bringen. Da stehen verschiedene Effekte drauf und manche werden für dich dann halt blockiert, erzwungen oder erst zugänglich, wenn du einen dieser Zustände hast. Okay. Weiterhin bei dir als Sonderregel ist dann, dass dein Lebenspunktmaximum nicht wie bei allen anderen bei 16 liegt, sondern bei 12. Danke, Tobi, dafür. Dafür? Ah. Aber ja. Ich habe auch einen Vorteil. Auch diesen kleinen gelben Marker, ja, der die Radioaktivität darstellt. Ja. Während andere Charaktere durch die Wasteland-Streifen und durch radioaktive Zonen wie hier drüben, durch diese grünen Markierungen dargestellt, der Radioaktivität ausgesetzt sein werden, würde dann der gelbe Marker bei ihnen ansteigen. Ja. Bei dir wirst du stattdessen um den entsprechenden Wert geheilt. Ah, nice. Ja, gut. Dann ist alles gut. Ja, wunderbar. Dann renne ich halt da vorne noch rum. Oh. Beim Super Mutant ist ein ähnlicher Effekt. Wenn er in diesen Gebieten ist, bekommt er stattdessen Erfahrungspunkte dazu. Mhm. Wie man diese dann verrechnet und wie man auflevelt, erkläre ich dann gleich später. Wir haben einmal dann den World Traveler mit seinem, ich denke mal, den World Suit kennt jeder, der auch das Universum kennt. Er gibt einen einfachen Rüstungspunkt, es gibt einen Bonus auf die Eigenschaft E, dazu komme ich auch gleich nochmal genauer, und man darf eine weitere Rüstung darüber anziehen. Mhm. Und wir haben hier den ehemaligen oder den Ausgestoßenen aus der Bruderschaft des Stahls. Er ist ebenfalls als ein Charakter und er hat noch eine seiner Power Armors mitgenommen. Mhm. Damit kann er zwar langsamer über die Karte laufen, aber er kann Geld investieren, also hier dieses schöne Cap-Marker, von jeder mit 3 Stück startet, um damit so schnell zu laufen wie jeder andere. Okay. Und weiterhin bekommt er dafür dann halt 2 Rüstungspunkte. Mhm. Wie ihr seht, die einzelnen Kacheln sind in verschiedene Felder aufgeteilt. Manche davon sind, wie bereits erwähnt, grün, andere sind weiß. Weiß ist der normale Zustand, andere sind rot. Die roten Gebiete bedeuten, dass man diese Gebiete schwerer passieren kann und man benötigt 2 Bewegungspunkte, um durch diese Gebiete zu laufen. Mhm. Ihr habt normalerweise 2 Aktionen. Eine Aktion Bewegung würde bedeuten, ihr bekommt 2 Bewegungspunkte. Okay. Ausnahme halt hier The Brotherhood of Steel, sie bekommt nur 1 Bewegungspunkt. Ja. Ich würde jetzt erstmal die Startposition aufbauen. Jo. Am Anfang standen die alle hier am Rand der Kasse. Auch hier, oder? Ja. Okay. Gibt es ein Limit, wie viele auf so einem Feld stehen dürfen, oder? Nein, aber hier bietet sich gerade echt 2-2 an. Ja. Ansonsten die Kacheln etwas überladen. Okay, okay. Wie bereits erwähnt, habt ihr verschiedene Aktionen. Ihr habt immer 2 Aktionen pro Runde. Die erste ist, wie bestimmen die Bewegungsaktion. Die zweite, die für euch jetzt sehr, sehr interessant sein könnte, ist die Aktion zum Aufdecken von verschiedenen Gebieten. Ihr könnt nur benachbarte Gebiete aufdecken. Immer gucken, wo die angrenzen. Zum Beispiel von der Kachel habt ihr momentan einen Angrenzen an diese und an diese Kachel. Bei dieser leider nur an diese. Okay. Okay. Jetzt ist gerade off-cam eine Frage, Stefan. Hier oben, man kann sein Zeug auch wieder verkaufen. Also, es gibt anscheinend Charakter und es gibt Rüstung, die man als Figur nimmt.
Die Rüstung darf man wegschmeißen, mein Charakter nicht, nicht? Den Nein, darf ich nicht weghauen. Okay. Ich habe die Klassen aber gleich mal ohnehin regulär erklärt. Ja, okay. Wie gesagt, wir haben verschiedene Aktionen. Bewegung, das Exploren von neuen Gebieten auf der Karte. Wir haben die Möglichkeit, eine Camp-Aktion zu machen. Das bedeutet, wir machen eine Pause, dadurch regenerieren wir 3 Lebenspunkte. Und wir sind in der Lage, wenn wir eine Karte mit einem Erschöpfungseffekt drauf haben, diese zu regenerieren. Okay, also abzuwerfen. Ja, nicht abzuwerfen direkt, sondern sie wird wieder aktiviert, dass man sie jederzeit wieder benutzt. Ach so, so Tap-Fähigkeiten mit Erschöpfen. Ja, genau. Nur die Begriffe darf man wegen Copyright nicht mehr benutzen. Ach so, ich habe niemals tappen gesagt. Nein. Ja, da hat Wizards of the Coast ein paar Rechte dran. Okay. Wir tappen nichts mehr, nie wieder. Auch bei Shadespire tappen wir nicht. Ich muss dran denken, wir drehen Karten lustig rum. Okay, ja. Okay. Ja. Genau. Weiterhin haben wir verschiedene Ortschaften, zum Beispiel hier die Bunkergebiete oder wir haben einfach Ortschaftsruinen. Hier mit dieser schönen Stadtsilhouette und da der Bunkerfront. Wenn man in diese Gebiete reingeht und eine Aktion aufwendet, um das Gebiet zu durchsuchen, zieht einer der Mitspieler für einen eine dieser Karten. Mhm. Auf diesen Karten sind dann verschiedene Effekte drauf. Wir haben oben einen Flufftext beschrieben, der die aktuelle Situation der Lage beschreibt. Ja. Darunter haben wir dann verschiedene Felder. Einmal helle und einmal dunkle Gebiete. Die hellen geben uns verschiedene Wahlmöglichkeiten. Das bedeutet, man wird mit einer Situation konfrontiert und anschließend darf man entscheiden, was man damit macht. Mhm. Hier in diesem Fall zum Beispiel, du machst ein Angebot und handelst. Das geht allerdings nur, wenn man ein Supermutant ist. Der Supermutant, der sitzt natürlich aktuell da drüben, aber auch jeder andere Spieler kann im Laufe des Spiels ein Supermutant werden. Ah, okay. Dafür würde man dann in diesem Fall Ausrüstungskarten bekommen und diese Karte würde aus dem Spiel entfernen. Okay. Alternativ könnte man wählen zwischen, dass man auf einen Kampf aus ist und dann anschließend die Gegner lootet. Man zieht eine Karte, man kämpft gegen einen Supermutanten und danach erhält man Loot. Oder aber wir klauen etwas und rennen weg. Okay. Dies erfordert dann einen Skillcheck auf einen Wert von 4 und man bekommt, wenn man die Buchstaben E und A, welche den Eigenschaften entsprechen, ein Reroll auf den jeweiligen Würfel. Die Eigenschaften habe ich bisher noch nicht erklärt, die werden gleich eingeführt, aber nur so viel schon mal voraus. Mhm. Ein Eigenschaftstest, dann würde man diese 3 schönen Würfel hier nehmen, man wirft sie und anschließend sehen wir die Zahnradsymbole unten in der Ecke. In diesem Fall habe ich auch schön 4 Zahnradsymbole erwürfelt und dies würde reichen, um den Skilltest zu bestehen. Okay. Wenn ich einen der Buchstaben bei meinem gerade nicht existenten Charakterblatt vor mir hätte, könnte ich ebenfalls einen dieser Würfel nehmen und neu würfeln und so läuft das Ganze ab. Die Ärmchen und der Kopf und alles, was da noch erleuchtet ist, das hat erstmal da keine Relevanz. Die haben jetzt für diese Tests keine Relevanz. Okay. Das sind die Trefferzonen, die später bei Kämpfen relevant werden. Von mir aus kann ich auch gerne jetzt direkt die Kämpfe erklären. Wir haben verschiedene Monster auf dem Spielfeld. Diese haben auch jeweils ein Monster-Level, dargestellt durch dieses kleine Zahnrad. Es ist in diesem Fall eine Stufe 3. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Monster. Beim normalen Spiel hat man gar keine Stärke. Okay. Es hat verschiedene Trefferzonen. Man unterteilt zwischen Kopf, Torso, Beine und Arme. Also 4 Trefferzonen. Mhm. Und diese werden auch auf diesen Würfeln abgebildet. Wir können nur in den grünen markierten Gebieten das Monster treffen und müssen so viele Treffer erzielen, wie das Monster an Stufen hat. Wenn wir dann genug Symbole erwürfelt haben, wäre das Monster tot.
Und wir können in diesem Fall looten. Looten okay. können wir aber nur, wenn dieses kleine Beutesymbol da drauf okay. ist. Ansonsten bekommen da leuchten wir an, los dann. Genau, dass wir, im Kampf radioaktiv verstrahlt werden. Okay. Das Blitzsymbol bedeutet, dass das Monster, wenn wir alleine nur die Zone betreten, uns angreifen würde, dann brauchen wir gar keinen Kampf eröffnen. Okay. Und weitere, ach, da drüben haben wir noch eine Schusswaffe, das bedeutet, er kann ebenfalls in Nachwartegebiete schießen. Okay. Den Rest würde ich gegebenenfalls erklären, wenn es dann später okay. aufgedeckt wird. Für einen regulären Kampf, wenn man keine Loot-Karten bekommt, bekommt man dafür Erfahrungspunkte. Okay. Man bekommt Erfahrungspunkte in Höhe der Stufe des jeweiligen Monsters. Mhm. Mittlerweile sollte ich dann vielleicht mal die Erfahrungspunkte und die Charaktergenerierung erklären. Ansonsten wird es ein bisschen unübersichtlich. Okay. Und zwar, jeder von euch hat ja mit dem Charakter auch so einen kleinen Chip bekommen. Ja. Auf der Rückseite findet ihr einen Buchstaben. Diesen platziert ihr erstmal auf eurem Board bei dem jeweiligen so. Feld. Da habe ich ein P. Die Buchstaben bilden zusammen das Wort Special und es steht halt S für Strange, P für Perception, E für Endurance, C für Charisma, I für Intelligence, A für Ability und L für Luck. Weiterhin bei der Charaktergenerierung kann jeder jetzt noch zufällig einen weiteren eine zufällige weitere Eigenschaft aus diesem Stab hier ziehen. Mhm. Solltet ihr dabei eine Doppelung haben, bitte eine neue ziehen, den anderen wieder zurücklegen. Okay. Und das jedes Mal, wenn wir... Oder jetzt zum Start auch schon direkt? Jetzt zum Start können wir direkt okay. wieder noch einen haben. Dann mal direkt eins rauslegen. Spielt. Ja, super, läuft. Da hatte ich ein P. Ein I. Erste Frage, was passiert, wenn ich denselben gezogen habe? Dann darfst du einen neuen ziehen. Nur beim Start, später im Spiel haben wir einen weiteren Effekt, dann bekommst du stattdessen ein Perk. Also wenn jemand Geld braucht, ja, dann ist es okay. Er ist sehr, sehr glücklich. Ja. Wir haben gerade als Beispiel einen Gegner besiegt mit Stufe 3. Wir würden 3 Erfahrungspunkte bekommen. Ja. Dafür bewegen wir hier diesen kleinen blauen Marker. Der erste Erfahrungspunkt würde uns bis zum ersten Buchstaben bewegen, der zweite dann hier in dem Fall bis zum E. Und der dritte dann zum nächsten. Da wir aber keinen weiteren mehr auf dem Board haben, bekommen wir stattdessen einen neuen. Wir können okay. jetzt einen neuen ziehen. Ja. Wir müssen gucken, wo der dann anschließend liegt. Wenn der vor deinem bisherigen platziert wurde, würdest du wieder bis zum nächsten gehen. Das wäre in dem Fall das S. Mhm. Ansonsten legst du den weiter hinten hin und springst weiter zum P. Okay. Weiterhin kann es zu Situationen kommen, wie hier auf den Questkarten, dass da steht City Ruin plus One und dann das Lootbeutel-Symbol. Ja. Das bedeutet, je nachdem auf welcher Ortschaft wir gerade waren, haben wir ebenfalls für die Ortschaft eine unterschiedliche Zahl von okay. 1 bis 4. Diese Zahl wird modifiziert um den jeweiligen Modifikator hinter dem Symbol. Und anschließend bekommen wir dementsprechend viele Gegenstände. Das heißt, hier zum Beispiel bei der Vierer-Ruine würden wir ganze 5 Loot-Karten bekommen. Okay. Es wäre also sehr, sehr interessant, diese ja. Aktion dann dafür zu machen. Was heißt Trash hinten dann dabei? Weil, kriegen wir auch noch irgendeinen Rummel oder? Trash bedeutet, diese Karte wird danach aus dem Spiel entfernt. Ah, okay. Andere Karten, wo das nicht drunter steht, werden dann wieder unter den jeweiligen Stapel gelegt und können später wieder gezogen werden. Okay. Weiterhin haben wir dann hier einmal eine Hauptquest, die ist durch das Szenario vorgegeben und bereits aufgebaut. In diesem Fall die Karte 44. Oben im grünen Bereich haben wir ebenfalls einen Schlafftext. In der Kurzzusammenfassung ist es ein Raumschiff oder irgendein Objekt aus dem Luftraum abgestürzt und irgendwo auf der Karte gelandet und wir haben, haben überall das ganz laute Geräusch vom dem Kraft auf dem Boden dann wahrgenommen. Ja. Wir haben 2 verschiedene Aktionen. Aktionsmöglichkeiten, um diese Quest abzuschließen. Entweder laufen wir hier drüber zum Questmarker
Dort haben wir dann, finden wir das Wrack, welches abgestürzt ist, und können dieses dann durchsuchen. Oder aber wir suchen in irgendeiner Ortschaft, in diesem Fall Megaton, irgendwelche Leute, die uns irgendetwas darüber erzählen können, was da passiert ist. Okay. Dort müssen wir dann eine Aktion für jeweils aufbringen. Das ist dann eine Questaktion, dargestellt durch dieses kleine Zahnrad-Symbol. Und damit können wir den Handlungsstrang dann jeweils abschließen. Okay. Ja, dadurch werden dann die Fraktionsmarker weiter runter bewegt. Wir bekommen Ausrüstung und neue Quests kommen ins Spiel hinzu. Damit ihr ungefähr eine Orientierung habt, in welche Richtung ihr gehen wollt und wie ihr zu Beginn eure Einflusspunkte sammeln wollt, darf jeder von euch jetzt eine der Agenda-Karten ziehen. Das sind halt die Karten mit dem schönen Daumensymbol. Die hier? Genau. Jo. Ich habe hier, normalerweise. Achso, sind die geheim? Dann halte ich die mal so da rein. Sing. Was muss ich denn aber machen? Diese Karten geben dir Siegpunkte. Oben links in der Ecke besteht die Möglichkeit, dass da ein Stern oder ein Schildsymbol ist. Dann sind diese Karten fraktionsspezifisch. Wenn ihr eine dieser Karten habt, könnt ihr im Laufe des Spiels jederzeit sagen, dass ihr Teil einer der Fraktionen seid, indem ihr diese einfach aufdeckt. Dann bekommt ihr dadurch erstmal drei Bonus-Einflusspunkte auf die jeweilige Fraktion, wenn diese gerade vorne liegt, und kommt so weiter an euer Ziel, den Einfluss auf die Fraktion zu bekommen. Ihr bekommt standardmäßig durch jede dieser Karte einen Einflusspunkt durch das Symbol oben drauf. Und unten im Fließtext können weitere Einflusspunkte euch dadurch gewährt werden. Okay. Ihr braucht in einer Partie von 4 Spielern insgesamt 8 Einflusspunkte, um das Spiel zu gewinnen. Okay. Und ansonsten können wir jetzt auch gerne einmal dann mit den ersten Runden starten. Yo! Wer von euch möchte denn den Anfang machen? Wer will? Ja, dann hau rein, yo! Ich möchte gerne hier forschen. Dann sagst du, du machst jetzt eine Scout-Action, um das umzudrehen. Zum? Dabei müssen wir darauf achten, dass die Pfeile alle in die gleiche Richtung zeigen. Das ist so wie ein Nordweiser, halt wie ein Kompass. Dadurch hat jedes Teil seine eigene Ausrüstungsrichtung. Okay. Wir haben jetzt ein Wader-Camp aufgedeckt, eine Ruine der Stufe 3, in der auch gleichzeitig ein Monster spawnt. In diesem Fall ist es ein Wader. Jo. Es wird aufgedeckt platziert. Ah, ich habe mich gefragt, wofür die Symbole sind, dafür sind die. Genau. Mhm. Wir haben gerade das Wader-Camp aufgedeckt. Mhm. Dort ist ein neues Monster gespawnt, es ist Stufe 1, es kann nur in den Beinen getroffen werden. Es hat Blut dabei und der Effekt darunter bedeutet, sollte es den Konflikt mit dem Monster überleben, wird es inaktiv und es wird einfach wieder verdeckt auf das gleiche Feld gelegt. Okay. Die Monster werden später im Laufe des Spiels auch umherlaufen und euch angreifen. Ah. Der Effekt kommt aber dann später. Ja, nice. Das hier heißt, da gibt es direkt vor die Nase oder da brennt was? Oder? Die roten Gebiete sind schwerer zu passieren. Okay. Du brauchst 2 Bewegungspunkte, um durchzulaufen. Gut. Dann, das war die erste Aktion und man hat 2. 2 Stück, genau. Okay. Das heißt, du kannst jetzt auch noch laufen. Bei dir bist du halt eingeschränkt durch deine Power Armor und du könntest normalerweise nur ein Feld weiterlaufen. Es sei denn, du gibst halt dafür Coins aus. Genau. Tja. Ich lasse mal euch das machen und laufe mal nur 1. Okay. Bei den Feldern sind da diese kompletten Tiles gemeint oder wirklich die einzelnen kleinen? Die Gebiete auf den einzelnen Kacheln. Okay, gut. Und dann geht es 3 oben weiter, oder? Genau. Okay. Ja, also ich würde gerne das da reinlaufen und bekämpfen, aber ich habe noch keine Waffe, oder? Also du hast deine Fäuste. Kannst du eine Runde boxen hier. Zing. Ja. Du schaffst es. Na ja, gut. Es ist nur ein Stufe 1 Monster. Das ist das schwächste Monster, was du finden kannst. Vielleicht. Na ja, gut, dann probier einfach dann zu bekämpfen. Jo. Also erste Aktion, ich bewege mich, oder? Ja. Du bekommst 2 Bewegungspunkte. 1, 2. Bist damit im Wader-Camp und kannst eine weitere Aktion aufwenden, um den Gegner anzugreifen. Ich versuche ihn anzugreifen. Okay. Du nimmst die 3 Würfel. Man hat also immer die 3 Würfel, wenn man angreifen möchte. Jede Probe ist immer auf 3 Würfel. Okay. Du musst ein Bein treffen. Da muss ein Bein dabei sein. Du musst alle 3 jetzt würfeln und du musst einmal die Beine ziehen. Oh.
Ja, da sind noch einmal die Beine bei. Zack. Genau. Da ist der Looter durch. Da du die Beine jetzt getroffen hast, ist der Gegner besiegt. Geh mal davon aus, dass du jetzt den Gegner nicht besiegt hättest. Dann würde der Gegner dich zurück angreifen. Das wird durch die kleinen Zahnrad-Symbole auf den Würfeln dargestellt. Du bekommst dann Schaden in der Anzahl der gewürfelten Zahnräder, multipliziert mit der Stufe des Gegners. Oh, okay. Okay. Anschließend kann man davon dann die Rüstung abziehen. Beispielsweise hier so ein Super Mutant, man kann maximal 6 Zahnräder würfeln, das wären 18 Schaden, aktuell maximal minus 2 Rüstung, ja. Ihr habt 16 Leben, ihr könnt euch das Ergebnis ausrechnen. Ja, ja, der One-Hitted einem dann mal ordentlich vor die Nase, okay. Genau. Aber er ist jetzt tot, der Marker geht dann weg. Genau, der geht jetzt weg. Und du dürftest dann einen Loot ziehen, ne? Genau. Okay. Kommen die aus dem Spiel oder werden die wieder verdeckt da reingemischt? Die werden einfach aus dem Spiel genommen. Okay. Und wenn der Stapel dann leer ist, werden sie wieder neu reingemischt. Okay, okay. Du bekommst jetzt halt eine Loot-Karte. Dann die musst du hier ziehen? Oder genau. Nee, eine von dem Stapel mit dem Symbol. Du bekommst eine Loot-Karte, die darfst du vor dir ausrüsten. Ich weiß gerade nicht, was das ist. Ein Raider-Armor. Zusätzliche Rüstung, die darfst du über deinen Bruder ziehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das ist ja nice. Ich muss sagen, ich habe die Karten noch nie gesehen, deswegen kenne ich den Effekt jetzt selbst nicht. Es steht hier, während eines Kampfes mit einem Enemy, der dieses Pistolen-Symbol hat, ist das ein Schild wert. Okay, wenn dein Gegner eine Fernkampfwaffe hat oder selbst gerüstet ist, bekommst du einen Rüstungsbonus plus 1 auf durch die okay. Etwas schlechtere Arme, sozusagen. Ja. Nur gegen Fernkampf, aber. Eine Frage, was würde dieser Pfeil hier bedeuten bei dem Monster? Der Pfeil bedeutet, wenn du den Kampf jetzt verloren hättest und das Monster überlebt, dann würde das Monster wieder an der gleichen Stelle verdeckt hingelegt, es rennt weg, versteckt sich und wartet auf seine nächste Aktivierung. Okay. Erfahrungspunkte gibt es da nicht, wenn man looten kann, sondern ausschließlich dann, wenn man nicht looten kann. Doch, es gibt Erfahrungspunkte in jedem Fall, deswegen bekommt ihr jetzt auch einen Erfahrungspunkt in Höhe der Stärke des Monsters. Das heißt, ein Schild hier. Genau. Weiterhin, jedes Mal, wenn ein Monster besiegt wird, guckt man auf der Karte, wo dann der nächste Spot ist, wo ein Monster des gleichen Typs spawnen könnte. Und platziert eine der Monster des Typs auf dieser Karte verdeckt. Okay. Das Monster ist aktuell inaktiv, es ist noch nicht da, aber bei der nächsten Aktivierung wird es aktiv und auch erst dann könnt ihr es wieder angreifen. Okay, das heißt, wenn er jetzt dran ist, dann ist die nächste Aktivierung und dann geht's los, oder? Nee, die Aktivierung ist dann höchstens, wenn jeder Spieler einmal dran ist. Ah, okay. Okay, okay. Eine Frage noch. Welche Auswirkungen hätte jetzt diese Level 3, diese Location, das hier steht? Es ist eine Ruine, dementsprechend wird eine Karte von diesem Stapel gezogen. Und wenn man durchsucht, dann, dann wird eine Karte gezogen. Durchsuchen, das ist dann eine weitere Aktion. Ja. Und da könnte das Stadtsymbol drauf vorkommen. Und statt diesem Symbol wird dann die jeweilige Zahl neben der Stadt eingesetzt. Okay. Gut. Da dann bist du quasi dran. Supermutant dran. Dann würde ich hier mal aufdecken. Okay. Okay. Das Ding hier, da, zapp. Ja, ein Quitter. Ach, nee, einer nur, ne? Ups. Komm mal direkt die dicke Biene um die Ecke. Nee, Fliege. Fernkampf. Das heißt, sie kann jedes Feld hier vorne... Es kann in alle benachbarten Felder angreifen. Okay, und wenn man hier drüber möchte, braucht man 2 Bewegungsaktionen. Man kann normal reinlaufen, aber um das Gebiet zu verlassen, braucht man 2 Bewegungsaktionen. Okay. Das ist ja... Macht das jetzt keinen Sinn, weil sonst würde ich angreifen. Ja. Die Gegner ignorieren übrigens etwas. Ach so. Bewegt die sich gleich auch irgendwann, oder? Wir haben in dem Stapel mit den Einflusspunkten unten auf jeder Karte verschiedene Symbole. Diese entsprechen den verschiedenen Monstertypen. Ja. Es gibt, nachdem jeder Spieler einmal dran war, den Mechanismus, dass eine Karte von diesem Stapel gezogen wird. Wir gucken, was da für Symbole drauf sind. Und nur diese Gegnertypen werden dann anschließend aktiviert. Okay. Okay, okay. Die laufen und wenn die in Reichweite eines Gegners oder eines Ziels wären, werden sie dann anschließend angreifen. Okay. Heißt du jetzt noch eine zweite Aktion? Wir können theoretisch hier rumlaufen, ne? Hier und dann ist da verbunden, oder? Ja. Aber attackieren wäre dann ja noch eine extra Aktion, es sei denn, da ist der Blitz drauf. Das heißt, da gibt es dann nur vor die Nase. Ja. Jetzt wird man ja mit 2 Bewegungsaktionen auch hier zum Vault kommen.
Ja. Macht das Sinn, da hinzugehen, ich sag mal, mit Aktion 1 da hinzugehen, und gibt es dann eine Vault-Aktion gleich? Eine Vault ist ein Ort, ähnlich wie jede Stadtruine oder jeder Bunker. Okay. Aber aktuell ist der Stapel, der dies repräsentieren würde, leer. Ah, der kommt eigentlich noch, oder? Wir haben hier in dem Stapel irgendwo verschiedene Karten, ja, die zwei verschiedene Vault-Mangel auf dem Rücken haben. Hier zum Beispiel die 68. Ja. Durch verschiedene Quests könnt ihr ins Spiel implementiert werden und anschließend könnt ihr dann den Bunker betreten und durchsuchen. Okay, das heißt, solange der davon keiner Relevanz ist, ist das halt ein Marker auf der Karte, aber da kann man nicht mit interagieren. Genau, es ist, als würdest du vor der verschlossenen Tür stehen. Okay. Okay. Bringt es dann was, wenn ich einfach hier hinlaufe und abwarte? Ja, du könntest aber halt auch noch. Also bis da rein und dann nächste Runde da hier zum Beispiel. Gut, dann wäre Icke dran, ne? Ja. Dann mit meiner ersten Aktion mache ich 1-2 und dann kriegt jetzt die hässliche Fliege vor die Nase. Genau. Drei Würfel. Was brauche ich denn überhaupt? Ein Treffer im Brustkorb. Heißt das Kopf oder Torso oder Kopf und Torso? Ja gut, dann habe ich da zwei Treffer. Dann ist sie durch. Genau. Dafür bekommst du einen Erfahrungspunkt. Mehr nicht und kein Loot. Das war eins. Ja. Ja, aber das Monster war jetzt zuerst tot. Er hat angegriffen. Aus dem Grund ist das Monster nicht in der Lage, rechtzeitig zurückzuschlagen. Das ist auch richtig gut so. Und ich würde jetzt mal in meine nächste Erfahrungsstufe erst kommen, wenn ich nochmal einen auflevel und dann hier angekommen wäre, oder? Genau. Okay. Also dir fehlen noch zwei Erfahrungspunkte zum Level ab. Okay. Dann ist das also ziemlich blöd, dass ich hier ein P und ein E direkt hintereinander habe. Ansonsten hättest du den Buchstaben irgendwo weiter hinter und du würdest bis zum nächsten Buchstaben springen. Ja. Und bräuchtest immer noch deinen zweiten Erfahrungspunkt, um dann über deine Last hinten auszubringen. Okay. Gut. Es bedeutet einfach nur, je stärker man wird, umso schwerer wird es aufzuleveln. Okay. Das heißt, man muss immer einmal ganz hinten durch und dann geht es erst weiter. Jo. Dann ist eine Runde jetzt rum. Die erste Runde ist um. Wir decken die erste Karte von dem Stapel auf. Wir haben in diesem Fall eine Aktivierung aller Sterne. Das heißt, die bewegen sich ein Feld weiter nach vorne. Es wird immer bei der Gegnerbewegung geguckt, dass sie sich in die Richtung des nächsten Spielers bewegen. Ja. Und wenn zwei Spieler gleich weit entfernt sind, immer zu demjenigen mit den wenigsten Lebenspunkten. Achso, das heißt nicht, ich hatte das gerade so verstanden, dass dieser Marker bedeutet, dass da die Bruderschaft hier vorne ganz viel Einfluss hat. Das ist schon, das ist eher so ein Demagoge, der da in der Gegend rumrennt oder was? Ja, in dem Fall ist okay. Es eher ein Soldat. Oder so. Gut, das heißt, den kann man abräumen. Das wird dargestellt hier durch die Power Armor und durch die Felder hier auf der Karte. Okay. Das sind jeweils die Truppen der jeweiligen Fraktion. In anderen Szenarios, wie zum Beispiel Verharbor, sieht das Ganze dann so aus, dass die Marker nicht für Gegnertypen stehen, sondern stattdessen sind diese dann radioaktive Zonen oder Mechanismen, die diese Zonen aus dem Spiel dann entfernen. Okay. Gut. Was ist sonst passiert? Wir haben ansonsten noch eine Bewegung. Erstmal, weil du den Gegner gekillt hast. Ach ja, genau. Der wird jetzt aktiviert. Ja, super. In dem Fall dann ein Blitzsymbol auf sich drauf liegen. Das bedeutet, er würde alle Gegner in seinem Feld sofort angreifen. Ja, wunderbar. Das heißt, ich darf jetzt würfeln, wie viel ich selber vor die Nase bekomme. Genau. Das ist nicht so schön. Oh, 4. Ja. Ja, okay, er stupst 4 und damit verlierst du 4 Lebenspunkte. Yep, dann bin ich bei 8 gelandet. Aber du hast ihn dabei aufgewunden können. Ach so, das heißt, sie zählen dann auch schon. Ja. Großartig. Es ist ein normaler Konflikt, er greift dich halt einfach mal an. Okay, zack, die nächste Nase umgehauen. Der Pfeil darüber bedeutet, wenn du es nicht geschafft hättest, ihn zu töten, wäre weggerannt, hätte sich versteckt und wäre danach inaktiv auf dem Feld. Okay, aber das heißt, ich bekomme einfach nur einen... Genau. Weiteren Erfahrungspunkt und... Aber da du ein Monster getötet hast, gibt es dir sofort wieder eines verdeckt. Gut. Und der würde erst umgedreht, wenn hier unten das Symbol auch drauf ist. Oder? Ja, genau. Okay. Einmal darüber bitte. Gut. Ansonsten haben wir jetzt keine jeweiligen Typen auf dem Spielfeld und dementsprechend beginnt jetzt wieder die Runde beim ersten Spieler. Ich glaube, wir teilen uns am besten irgendwie auf, dann komme ich darüber. Mhm. Und
Aktuell ist das Monster inaktiv. Ich kann nicht damit interagieren. Ja. Okay, ich dachte, das deckt sich auf, wenn ich da reinkomme. Ja. Nee. Jetzt kurze Frage, wenn er jetzt hier stehen bleiben würde, ne, dürfte er hier aufdecken? Genau, weil wir müssen, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir hier vorne rüber, oder? Ja. Hier oder hier rüber? Das sind momentan eure beiden Hauptziele. Durch die Karte 44. Dann ach so, da, ja. Dann decke ich mit der ersten Aktion da auf rüber. Ja, jo. Na. So. Die wird offen hingelegt, oder? Die wird jetzt offen hingelegt. Die wird offen hingelegt, so, zack. Jetzt ist aber trotzdem besser, ich gehe da rein, weil ich hier nur eins fahren kann. Ich kann dann nachher dort. Kannst du noch ein zweites fahren. Ne? Wenn er jetzt da reingehen würde, würde es dann halt direkt zum Konflikt kommen und er könnte ihn umschmieren, ja, oder? Ja. Haut er auch dann zurück? Wenn er überlebt, ja. Nur wenn er überlebt. Willst du den dann umhauen? Ja, klar. Okay. Was braucht er denn? Ja, das ist doch ganz links, zwei. Kopf und Torso, zwei Halbner und dann ist er weg. Ja. In dem Fall Glück gehabt, weil es war knapp. Ja, das stimmt. Es gibt hier zwei Erfahrungspunkte. Die wird jetzt, eine wird zugezählt, eins bis daher. Genau. Genau. Zwei bis daher. Ja. Exakt. Und dann eine neue Fliege da wieder rein. Genau. Okay. Ich stehe jetzt in dieser Festung. Kann ich dort looten jetzt? Kann ich dort jetzt irgendwas looten? Oder irgendwas, du kannst den Ort durchsuchen und dann muss ein anderer. Das wäre diese Karte, ne? Wer möchte suchen? You hear nothing but your own footsteps as you walk through the ruins. It's calm and quiet. Du darfst versuchen, eine alte Kasse aufzubrechen. Oder du darfst nach nützlichem Equipment suchen. Also ich lese quasi nur vor, was da oben ist. Genau, ne? Nur den Hohlraum und die Teile dahinter sind immer Bedingungen oder Prüfungen, die dann. Genau. Bei der Kasse brauchst du drei von diesen Symbolen. Und jedes I, beim I dürftest du neu schmeißen. Beim Equipment suchen bräuchtest du vier. Und ein P und ein L lässt sich neu schmeißen. Ein P und ein L. Achso. Also deine, deine beiden Buchstaben, die du hast, kannst du super. Ah ja, dann Equipment. Ja. Dann quasi vier Würfel schmeißen und auch vier von den Symbolen hoffen, oder? Genau. Oh. Kommt. Ah, okay. Und Erfolg. Ja, fünf. Dann bekommst du jetzt 2 XP, weil es succeedest. Du bekommst Ed, was ist er denn? 00. Ed bedeutet, ich muss hier aus dem Stapel die Karte mit der Nummer 1 raussuchen. Okay. Und wird diesen beiden Stapeln zugefügt. Ah, okay. Und dann kommt die weg. Genau. Danach haben wir Twitch da stehen und die Karte dann entfernen. Die Kasse wäre leer gewesen, wenn er die geschafft hätte. Das wäre das Richtige, genau. Ja. Nummer 1, hier das Ruin-Symbol auf der Rückseite. Die kommt dann hier einfach rein in den Stapel. Nicht ganz. Ich nehme die obersten 3 Karten vom Stapel ab, misch die Karten da rein, ich mit der gleichen Ausrichtung. Ja. Und anschließend packe ich die 4 Karten wieder oben auf den Stapel zurück. Okay. Liegt das daran, weil ich sag mal, wenn man sich die Flufftexte oben durchliest, ist es dann eine Konsequenz, die aus dem ersten Handeln raus passieren? Hängen die irgendwie zusammen oder ist das eher. Okay. Weil zum Beispiel in diesem Fall, wir haben jetzt die Ortschaft durchsucht und irgendwas gefunden. Wir wissen natürlich nicht, woher stammt das. Ja, okay. Das könnte wem gehört haben. Ja. Ah, nice. Das können auch andere Bedingungen folgen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, die Konsequenz davon ist. Das ist ja schön. Das heißt, ich habe jetzt hier eigentlich nur 2 XP bekommen, oder? Stand auf dem Karten. Ja. Das heißt kein Item oder so. Nee. Du hast 2 XP bekommen und die Karte. Das heißt, ich würde jetzt dann leveln. Genau. Ja, 1. Was passiert da jetzt? Also ich ziehe hier ein neues und setze mich zurück. Genau. Hey. Da du ein 4 gezogen hast, bekommst du jetzt stattdessen einen der ersten Perks. Hallo? ich muss eben die Perks mit dem 4 rausholen. Oh yeah. Hier hast du 2 Perks zur Auswahl. Du kannst dich für einen davon entscheiden. Perks sind immer einmal benutzbare Karten. Danach werden sie zurück in den Stapel gemischt. Die andere gibst du mir bitte zurück.
lassen. Was bringt dir der Perk der Szene? Ich kann diese Karte benutzen, um irgendwo hinzugehen auf der Map. Oh, nice. Kampf oder irgendeine Quest oder einen anderen Account auszuwählen. Nice. Das heißt, mit der Karte dürfen man sogar bisher hier vorne rüber, egal, da muss nicht entdeckt sein. Ja. Schick, ey. Da ist man schnell. Vielleicht würde ich das noch aufheben und sage einfach mal, okay, ich warte mal, ich gehe mal hier zwei Schritte. Oder ein Schritt ist das. Ja. Okay. Zum Verlassen bräuchtest du dann anschließend wieder zwei. Ja, gut, okay. Ich gehe schon mal einen Schritt und in diese Richtung. Jo. Genau. Ich würde jetzt auch durchsuchen. Mhm. Ich würde es auch durchsuchen jetzt nochmal. Ja. Ja. Dann. Nicht selber gucken. So. Nein. Du musst auch überrascht werden von dem, was da anschließend rauskommt. Oh, nochmal. You are nothing but your own footsteps. Du kannst dich wieder in eine alte Kasse reinhacken oder nach Equipment suchen. Und es wieder. Kasse knacken ist 3 und I hilft dir und Useful Equipment sind 4 und ein P und eine L hilft dir. Alle 3 nicht. Ich nehme aber auch das Equipment. Okay. Dann mach eine Probe. Ich hab noch einen Würfel, oder? Ich hab 4. Nein, du musst mit den 3 Würfeln musst du 4 machen. Fail. Ja. Das heißt, hier, jetzt kommt ein Männchen. Und du musst da einen Raider ziehen und mal dich direkt mit dem ein wenig auseinandersetzen. Beim Suchen findest du jetzt erstmal einen Loot. Und Loot, genau, Loot war das, ja. Und dabei warst du dann zu laut und du wirst in einen Kampf verwickelt mit einem Raider. Okay. Der wird jetzt aufgedeckt und wir müssen den Konflikt auswürfeln. Kommt er dann da vorne drauf, sodass das ab jetzt immer 2 sind, oder ist das ein persönlicher Konflikt über diese Karte und der ist anschließend weg? Okay. Karten daraus. Ja. Kreaturen daraus. Okay. Okay. Also würfel ich jetzt mit rein? Genau. Du brauchst dann 2-mal Torso oder Beine. Oh, oh. Da hat es 1, 2, 3 mal 2, ups, 6 Damage. Epic Fail. Okay. Das war mal Epic Fail. Und anschließend sind die Kreatur weg. Okay. Du hast noch eine zweite Aktion. Dürfte er ein zweites Mal looten? Theoretisch. Ein zweites Mal dürfte es looten. Ja, schlechter kann es ja nicht werden, ne? Nach dem Durchsuchen. Das ist aber schon zu gut gemacht. Nicht gespecht wurde. Ah, okay. Dann noch hier hin. Das geht, oder? Ich kann ja. Naja, es funktioniert. Das 2 Bewegungsaktionen, muss eine da rein, glaube ich, und dann nochmal 2 um nach dahin, oder? Das würde. Das funktioniert. Ah, genau. So und so. Aber wieder raus ist dann die Route 2. Okay. Dann würde ich jetzt hier rüberlaufen mit der ersten Aktion und mit der zweiten mal hier gucken. Wie anschließend das Rack da ausschaut. Und noch mehr Bugs. Wir haben in diesem Fall einen Stingwing. Stufe 2. Okay. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen hier, ne? Nein. Dann ist damit ist die Gegneraktion eigentlich dran. Genau. Wir decken wieder eine der Karten auf und haben eine Aktivierung von einmal der Fraktion der Enklave. Einmal aller Critter und einmal aller Roboter. Okay, das Critter werden aufgedeckt. Genau. Hopp. Und hopp. Und der läuft fröhlich rum. Wir haben jetzt 2 Spieler in der gleichen Entfernung. Ja. Er durch seine Rüstung hat relativ wenig Lebenspunkte verloren. Ja. Du mit deinem Startwert von 12 bist eindeutig darunter. Aus dem Grunde besucht dich jetzt dieser Critter. Ja, das klingt fair. Der ist die leichtere Beute. Ja, schön. In dem Zusammenhang mal kurz gefragt, wenn ich jetzt sterbe, bin ich dann raus aus dem Spiel und verabschiede mich oder gibt es die Möglichkeit wieder zu respawnen? Du würdest am Startpunkt wieder respawnen. Okay. Jeweils dann hier in dem Camp in der Mitte. Ja, okay. Wahrscheinlich müssen wir vielleicht abgeben. Du,
Du hast vor dem einen Rucksack ausliegen mit deinen Handkarten, die du vor dir ausgelegt hattest. Die würden verschwinden. Deine anderen Ausrüstungskarten darfst du behalten. Okay. Die radioaktive Strahlung, die du gesammelt hast, behältst du ebenfalls. Okay. Die Lebenspunkte, die du verloren hattest, werden wieder aufgefüllt. Und die Erfahrungspunkte darfst du behalten. Ah, okay, nice. Bewegt sich Destiny Wing auch noch? Oder? Nein, der wurde nur aufgedeckt. Der würde sich nur bewegen, wenn der so ein Symbol hat, oder? Weil der verdeckt war, bewegt er sich nicht. Genau. Okay. Auch der jetzt zu dir ins Feld kam, ja, der hat sich nur rein bewegt. Der wollte eine weitere Aktivierung zum Angreifen. Oder den Blitz. Genau. Okay. Und da kommen wir jetzt dann wieder zu unserem schönen Skorpion. Der hat nämlich das gerade erwähnte Blitzsymbol und macht automatisch einen Angriff. Aus dem Grunde bist du in einem Kampf verwickelt. Sehr gerne. Ich hau mal zurück. Mhm. Jo, das haut auch hin. Du brauchst einen Treffer an den Armen und an den Beinen. Genau. Und das hast du damit geschafft. Damit ist er tot. Er ist durch. Du bekommst einen Erfahrungspunkt. So, jetzt kriege ich auch einen Perk, oder? Genau. Ja. Erstmal ein Level up. Wir gucken dann, was du ziehst und dementsprechend bekommst du einen Perk oder einen neuen Skill. Damit bekommst du einen neuen Perk. Hab ich doch gesagt. Ich denke mal, grundsätzlich ist ja, glaube ich, jetzt auch ganz, ganz klar, wie ich sag mal, von den Grundzügen her, dass das Spiel läuft. Wenn man jetzt dieses Hauptziel da vorne erreicht hat, ist dann das Spiel zu Ende oder wäre das dann so? Das erste Hauptziel würden weitere neue Hauptziele. Also im Spiel ist das Spiel weg. Ja. In dem Fall wären das dann zwei weitere. Ja. Und die eine würde euch davon dann Einflusspunkte geben, womit ihr dann, oder ihr müsst sie erfüllen, dann könnt ihr eine Karte davon ziehen. Ja. Durch die andere geht die Hauptstory weiter. Okay. Woran macht sich dann die Spieldauer oder das Ziel, worauf man hinausarbeitet? Er hat quasi ein offenes Ende und man könnte sagen, wir packen das jetzt so ein und spielen in Anführungsstrichen unendlich weiter. Es ist theoretisch eine Entscheidungsfrage, was ihr macht. Wenn ihr die Hauptquest nicht bearbeitet, müsstet ihr darauf warten, dass hier die Möglichkeit besteht, dass ihr Einflusspunkte zieht oder aber, dass einer der Marker vorangeht. Je nachdem, was zuerst passieren würde, würde dann das Ereignis eher enden. Je weniger ihr in der Story voranläuft, umso länger zieht sich natürlich das Spiel. Ja. Und umso länger kann das dementsprechend auch werden. Aber theoretisch, wenn man mal überschlägt, ihr habt jetzt aktuell jeweils eine von den Karten zu Beginn für Siegpunkte. Ja. Da könnt ihr maximal durch drei Siegpunkte bekommen. Beziehungsweise, indem ihr euch für eine Fraktion entscheidet, kommen nochmal drei dazu. Ja. Damit werdet ihr bei 7. Reicht jetzt automatisch noch nicht. Theoretisch könnte eine einzige Agenda-Karte, die ihr dann zieht, ausreichen, euch genug Einflusspunkte zu geben, damit ihr dann anschließend 8 als Soll erfüllt hättet. Okay. Und das Spiel könnte enden. Ja. Ist es aber nicht. Ja. Spieldauer ist irgendwo zwischen 90 bis 4 Stunden, glaube ich, angegeben. Das ist gut, dass du die Zahlen hast. Ich habe sie nämlich noch nicht bekommen. Okay. Ja. Nee, gut, dann. Ja. Okay, dann herzlichen Dank fürs Erklären, herzlichen Dank fürs Mitspielen. Bitte, ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier noch weitermachen wollt. Ich fand's cool bis jetzt. Ich finde, das Flair wird nett eingefangen bei dem Ding. Ich bin gespannt auf diese Karten, weil ich sag mal, die erinnern mich so ein bisschen an das Witcher-Brettspiel, wo man ja auch ganz viele Questkarten hatte. Ja. Und wenn man, gerade finde ich, wenn man das Spiel kannte, durch den ganzen Flufftext da oben, ist eine unheimlich dichte Atmosphäre irgendwie entstanden. Und dementsprechend bin ich auch mal hier darauf gespannt, wie das dann wirklich ist mit diesem ganzen, ich sag mal, mit diesem Fluff-Teil. Weil ich glaube, das ist auch so ein Spiel, steht und fällt mit den, mit dem, wie man in diese Welt reingezogen wird. Das stimmt. Oben haben wir ja auf jeder Karte eine kleine Geschichte, die erzählt. Ja. Und je nachdem, wie schön man die erzählt, kommt natürlich auch sehr viel von der Atmosphäre der Welt mit rüber. Man kann sich das Ganze meistens bildlich vom inneren Auge vorstellen. Wenn man Spieler hat, die am Tisch sitzen und dann den Flufftext komplett ignorieren und sagen, das und das ist die Folge, die und die Karte wird aufgedeckt, dann sind das einfach nur Mechanismen und ein bisschen geht flöten. Ja. Und dann ist das Spiel sehr, sehr auf einem simplen Niveau. Ja. Gut. Dann verabschieden wir uns jetzt in Richtung nächstes Spiel.
Ich habe jetzt schon wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Das ist schlimm. Das habe ich sonst immer. Normalerweise, wenn wir 2 Uhr nachts vor der Kamera stehen, das habe ich gerade auch. Die Lampen sind nämlich relativ heiß. Wir hoffen, dass ihr Spaß beim Zugucken hattet. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video reinschaltet und sagen, bis zum nächsten Mal, immer fein, weitermuscheln.